Hallo, herzlich willkommen, Oliver Schirmer hier. In diesem Video geht es um das Thema Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Was musst du beachten? Beziehungsweise ich möchte in diesem Video einen kurzen Einblick geben, was für Aufgaben auf den Vertriebsmitarbeiter im Außendienst zukommen, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, welche Fähigkeiten, Kompetenzen du mitbringen solltest, wie viel man verdienen kann. Und dann möchte ich ja aber auch noch auf eine Alternative zu sprechen kommen, über die du unbedingt nachdenken solltest. Also die Alternative kommt ganz zum Schluss, bleib also dran, es lohnt sich. Okay, ein Vertriebsmitarbeiter im Außendienst ist eine tolle Tätigkeit, auch einfach nochmal seinen beruflichen Werdegang einfach nochmal komplett auf Null zu setzen und nochmal von vorne zu starten. Außendienstmitarbeiter, gute Verkäufer, gute Vertriebler werden händeringend gesucht. Sie sind das Rückgrat von jedem Unternehmen, weil sie immer die Schnittstelle sind, wo dann die Schnittstelle zwischen Kunden und Unternehmen, und letzten Endes ohne Verkauf kann kein Unternehmen existieren, keine Investitionen tätigen, infolgedessen nicht wachsen und hat halt dementsprechend dann, ich sag mal, hat dann verloren, wenn nicht genügend Verkäufer erzielt werden. Deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Beruf, wo allerdings immer wieder händeringend gute Leute gesucht werden. Es ist auch ein Beruf mit Zukunft, weil verkauft wird immer und Verkauf wird es auch ewig geben, weil, wie gesagt, die Waren müssen ja auch immer wieder an den Mann gebracht werden. Und und da werden eben gute Verkäufer händeringend gesucht. Was sind jetzt im Prinzip Aufgabenbereiche? Die sind sehr, sehr vielfältig beim Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Dazu gehört das Führen von Verkaufsverhandlungen, Preisverhandlungen. Es gehört die Neukundengewinnung dazu, die Angebotserstellung, Kundenbindung, Kundenservice für bestehende Kunden. Dann die Marktanalyse zu schauen, wo entwickelt sich der Markt hin, Trends frühzeitig zu erkennen, ist auch immer ein ganz, ganz wichtiges Feedback für das Unternehmen. Dazu gehört die Beratung von neuen Bestandskunden. Es gehört dazu, die eigene Vertriebsstrategie einfach zu erstellen und zu optimieren, zu schauen, welche Arbeitsabläufe gibt es, wie kann ich die für mich standardisieren, sodass ich produktiv arbeite, gute Ergebnisse erziele, und dann natürlich auch die einzelnen Prozesse, die einzelnen Bausteine dann immer wieder optimiere. Jetzt natürlich auch die Frage, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten muss ich mitbringen und was kann man denn dabei verdienen? Lass uns zuerst mal auf das Gehalt eingehen. Du siehst, ich bin hier auf stepstone.de. Und du siehst hier, wie die Einkommen gedeckelt sind. Wenn du hier nach unten scrollst, dann siehst du, dass das durchschnittliche Gehalt zum Beispiel in Berlin 45.900 beträgt. Hier, wir sind jetzt beim Außendienstmitarbeiter. Genau. In Stuttgart sind es 57,4, und du siehst auch hier immer den möglichen Gehaltsrahmen. Zum Beispiel in Stuttgart sind es zwischen 41 und 74.000, in München zwischen 40 und 75.000, geht bis hin, zu, 74.000 ist es, 75.100 ist hier so das höchste, der höchste Gehaltsrahmen jetzt laut stepstone.de. Möchte aber später auch noch eine Möglichkeit zeigen, wie du auch darüber hinaus kommen kannst. So, und um dieses Gehalt natürlich zu verdienen, sind natürlich gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen auch notwendig. Ja, grundsätzlich gilt, Verkauf, Außendienst ist ein Handwerk wie jeder andere Beruf auch. Das heißt, die einzelnen Schritte, Verkaufsgespräch, wie arbeite ich mit Kunden und so weiter, das sind alles Dinge, die kann man erlernen. Ja, das heißt, es ist nicht per se notwendig, dass du das schon mitbringst, sondern viele Unternehmen bieten gerade für ihre Außendienstmitarbeiter tolle Schulungen an, wo man sich diese Kompetenzen und Fähigkeiten aneignen kann. Was man nicht aneignen kann und was super wichtig ist, oder was man nicht, ich sag mal, lernen kann, sondern was man sich wirklich aneignen muss und persönlich immer weiterentwickeln muss, sind so die persönlichen Skills, so wie Einstellung zur Arbeit. Und das sind super wichtige Themen, die
die gerade für einen Außendienstmitarbeiter super wichtig sind. Wenn du keine Lust hast, neue Menschen kennenzulernen, dann ist eben halt ein Außendienstjob nichts für dich, ja, weil das ist die Grundlage des Berufs, ja. Deswegen ist es wichtig, dass die Einstellung zu dieser Tätigkeit auch passt. Du brauchst eine innere Motivation, du brauchst von dir aus den Antrieb, Ziele erreichen zu wollen, weil es nützt nichts, wenn dir jemand ein Ziel vorgibt und oder du dir selbst ein Ziel steckst, aber überhaupt keine Ambition hast, dieses Ziel zu erreichen. Also Zielstrebigkeit, Einstellung zur Arbeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Durchhaltevermögen, auch hier ganz wichtig, von der Kontaktanbahnung, der Kontaktaufnahme bis hin zum Abschluss. Da kann es je nachdem, was du für ein Produkt vertreibst, ja, kann es halt sein, dass Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre vergehen, bis das Ding zum Abschluss kommt. Und da ist natürlich Engagement wichtig, das persönliche Durchhaltevermögen, immer wieder dran zu bleiben. Ja, ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Dann, das kannst du dir wiederum sehr einfach aneignen, sind Produkt- und Marktkenntnisse. Ja, hier kannst du zum Beispiel auf Schulungen des Unternehmens zurückgreifen, wo du im Prinzip das Ganze vermittelt bekommst. Den Markt beobachtest du, indem du zum Beispiel Fachzeitschriften oder Magazine, Zeitungen aus dieser Branche dir eben durchliest, abonnierst, wie auch immer. Dann brauchst du ein Stück weit Organisationstalent. Es kommen viele Dinge, du hast eine Reisetätigkeit in der Regel, das heißt, du hast auch nicht immer, ich sag mal, ein Backoffice, was dir die Arbeiten abnimmt. Das heißt, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, ist es wichtig, dass du ja deine Verkaufsfahrten, dass du alles gut organisierst, dass du alles dabei hast, ja, dass du im Prinzip von Natur aus dir angewöhnst, deinen Arbeitsalltag zu strukturieren und zu organisieren. Dann ist lösungsorientiertes Denken ganz, ganz wichtig und das sollte eigentlich meiner Meinung nach in jeder Branche da sein. Leider erlebe ich es auch ab und zu mal, dass viele Mitarbeiter zum Beispiel in Unternehmen das nicht haben. Aber lösungsorientiertes Denken ist das Wichtigste überhaupt, gerade im Außendienst. Deine Kunden, aber auch dein Chef, der erwartet von dir Lösungen, ja, dass du Lösungen für deine Kunden und für Probleme findest. Warum soll dein Chef dir Geld bezahlen, wenn die Arbeit letzten Endes an ihm hängen bleibt? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dein Kunde erwartet ja von dir nicht irgendwelche Ausreden und Erklärungen, sondern erwartet von dir, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass du es bestmöglich für ihn löst. Ja, und das ist eben auch den Mehrwert, den du mitbringen kannst. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Lösungsmuskel da trainierst. Dann gewisse kaufmännische Grundkenntnisse schaden natürlich nicht, kann man sich aber auch dementsprechend aneignen, dass du halt mit Angebotsauftragserstellungen keine Schwierigkeiten hast, dass du gängige Programme kennst. Ja, also das sollte dann schon irgendwo vorhanden sein. Dann habe ich es eben schon angesprochen, Reisebereitschaft und natürlich Kommunikationsfähigkeit, dass du gerne mit anderen Menschen zu tun hast. Und was natürlich in jedem Verkäuferdasein dazu gehört, ist halt das Präsentations- und Verkaufsgeschick. Ja. Also, wenn wir es zusammenfassen, so ein Außendiensttätigkeit hat super viele Vorteile, ja, es hat aber auch Nachteile. Ja, so wie alles im Leben gibt es immer zwei Seiten der ganzen Geschichte. Zum einen hast du als Vorteil die freie Zeitanteilung, du wirst überwiegend selbstständig agieren, ja, das heißt, du kannst dir deine Zeiten frei einteilen. Es ist auch nicht entscheidend, wie lange du für eine Tätigkeit brauchst. Entscheidend ist, dass das Ergebnis stimmt, ja. Und das ist eben so in der Eigenverantwortung vom Vertriebler an sich, ja. Du hast, das finde ich auch ein Vorteil, du hast Kontakt mit anderen Menschen. Natürlich ist es halt nur dann ein Vorteil, wenn du auch gern Kontakt zu anderen Leuten hast. Wie du sehen kannst, hast du gute Verdienstmöglichkeiten, klasse Verkäufer, je nachdem, welches Gehaltsmodell sie haben, ob sie Fixgehalt haben oder ob Provisionen dazu kommen, ob sie rein auf Provisionsbasis arbeiten, haben natürlich dann auch sehr, sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Der Beruf ist für Quereinsteiger geeignet, zumindest in vielen, vielen Branchen. Ja, alles ist erlernbar. Du kannst es, wenn du willst, dir tatsächlich auch aneignen. Du hast eine sehr, sehr abwechslungsreiche Aufgabe, weil, wie du schon gesehen hast, da gibt es viele Bereiche, in denen du tätig bist. Und
Aus meiner Sicht gibt es keinen anderen Beruf, wo man sich so schnell persönlich weiterentwickelt wie im Vertrieb, im Außendienst, im Network Marketing, weil du jeden Tag so viele neue Situationen hast mit unterschiedlichen Menschen, dass es gar nicht anders geht, als sich weiterzuentwickeln. Ja, und das ist ein toller, positiver Nebeneffekt. Genau, dann gibt es aber auch ja ein paar Nachteile. Ja, zum einen, dass du halt häufig, ja, ich sag mal, als Einzelkämpfer unterwegs bist. Das heißt, ja, du bist zwar immer mit Kunden, hast zwar immer mit Kunden zu tun, aber letzten Endes bist du ja halt, ich sag mal, allein erstmal auf weiter Flur und machst deinen Job. Je nach Branche, Unternehmen hast du unter Umständen niedriges Fixgehalt, was halt eben dazu führen kann, dass, wenn es halt mal nicht so läuft, dass finanzielle Engpässe entstehen können, was dazu führt, dass du dann ja unter einem erhöhten Verkaufsdruck stehst. Ja, der Verkaufsdruck an sich, der kann von vielen Seiten kommen. Du musst halt lernen, mit Druck dementsprechend umzugehen. Vielleicht hast du mal eine schlechte Phase, vielleicht hast du aber auch einen Chef, der immer mehr und mehr Verkäufe von dir erwartet, was gut ist. Ja, aber letzten Endes musst du halt damit auch umgehen können. Und was auf der einen Seite sich toll anhört, kann aber auch ein Nachteil sein, dass du keine geregelten Arbeitszeiten hast. Und man muss halt da echt auch aufpassen, dass man nicht morgens anfängt, dann zu sagen, okay, ich schlafe jetzt erstmal aus, dann checke ich mal die Nachrichten, dann gibt es ein ausgedehntes Mittagessen und dann ist natürlich der halbe Tag, der dreiviertelste Tag schon rum und du kommst nicht mehr in die Handlung. Ja, so, und jetzt habe ich dir zum Abschluss noch eine Alternative versprochen, die sowohl die Vorteile des Vertriebsmitarbeiters im Außendienst vereint, als auch ja, die Nachteile quasi fast komplett eliminiert. Und diese Möglichkeit, die findest du, wenn du unterhalb des Videos dir weitere Informationen anforderst. Ich mache den Link in die Textbeschreibung rein. Klick einfach drauf, fordere dir kostenlos weitere Informationen an und dann ja, erfährst du, von welcher Möglichkeit ich spreche. Es lohnt sich. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie deine Meinung zu dem Thema ist. Bist du im Außendienst tätig? Hast du vor, im Außendienst tätig zu sein? Welche Tipps kannst du jemandem mit auf den Weg geben, falls du schon Erfahrungen in dem Bereich hast, der jetzt überlegt, im Vertrieb anzufangen? Ja, in diesem Sinne, wenn das Video hilfreich für dich war, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich auf euren Kommentar und wie gesagt, alle weiteren Infos findest du unterhalb des Videos. Ich habe auch einen Blogartikel nochmal zu diesem Video erstellt, wo wir nochmal tiefer in die einzelnen Punkte reingehen. Auch das verlinke ich dir unterhalb. Schau einfach mal auf oliverschirmer.de vorbei für weitere Tipps. So, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.